Quantencomputer sind seit einiger Zeit das hippe Thema in Technik und Wissenschaft. In den Medien wird spekuliert, wie sie unsere Welt komplett verändern werden. Doch was ist so ein Quantencomputer eigentlich und wie unterscheidet er sich von den aktuellen Supercomputern? Um das verstehen zu können, müssen wir uns von einigen Phänomenen der klassischen Physik verabschieden und eintauchen in den Nanokosmos. Erstmal müssen wir verstehen, wie Computer generell funktionieren. In Computern werden die Informationen in Form digitaler Signale, den Bits, übertragen. Bits sind die kleinste Informationseinheit. Ein Bit kann entweder eine 1 oder eine 0 darstellen. Durch die Aneinanderreihung von mehreren Bits hintereinander in einem Binärcode können auch größere Zahlen übertragen werden. So wird aus der Kombination aus den zwei Bits 1 und 0 die Zahl 2 und aus 1 und 1 die Zahl 3. Je größer die übertragene Zahl sein soll, desto mehr Bits braucht man also. So kann man mit 4 Bits lediglich die Zahlen bis 15 darstellen, mit 8 Bits schon die Zahlen bis 255 und mit den aktuellen gängigen 32- bis 64-Bit-Systemen die Zahlen von minus bis plus 9 Trillionen. Diese Signale schickt der Computer durch elektronische Schalter, die Transistoren. Jeder Transistor fragt eine andere Information bei den Bits ab und wenn die Antwort zutrifft, dann wird das Informationssignal weitergeleitet. Transistoren mit verschiedenen Abfragen und Aufgaben können dabei zu einem sogenannten Logikgitter hintereinander geschaltet werden, um komplexe Rechenaufgaben und Logikaufgaben zu lösen. Die Logikgitter sind zu Modulen zusammengefasst, die in ihrer Gesamtheit dann den Computerchip ergeben. Einen Transistor kann man sich ein bisschen vorstellen wie einen Türsteher, zum Beispiel der Türsteher in einem Theater. Der fragt dann als erstes, ob man eine gültige Eintrittskarte hat. Kann man das bejahen, lässt er einen rein. Im Inneren fragt dann der Nächste, in welchem Block man denn säße. Die Frage kann man aber leider nur mit Ja oder Nein beantworten. Das heißt, er fragt alle Blöcke nacheinander ab. Sitzen Sie im Block A? Ja oder Nein? Sitzen Sie im Block B? Ja oder Nein? Und so weiter und so weiter. Bis er nach dem Block fragt, der auch wirklich auf dem Ticket steht. Und an der Tür zum Sitzblock fragt dann der Nächste, welche Sitznummer man denn hat. Und auch hier können wir nur mit Ja oder Nein antworten. Er fragt jede Nummer einzeln ab, bis die richtige dabei ist und man es auf seinen Platz geschafft hat. Da jede dieser Abfragen in Sequenz passiert, das heißt eine Abfrage nach der nächsten gestellt wird, ist dieser Prozess aber relativ langsam. Außerdem gibt es mit den neuen und immer besseren Computern ein Problem. Die Transistoren werden schlichtweg zu klein. Mit der Entwicklung der Technik konnten immer kleinere Transistoren in Computerchips verbaut werden. Die Transistoren des aktuellen Apple M1-Chips zum Beispiel sind nur noch 5 Nanometer groß. Und damit unterliegen sie Störungen durch Wechselwirkungen im Nanokosmos. Und hier herrschen andere physikalische Regeln, die der Quantenphysik. Nanokosmos bezeichnet die Welt, die kleiner ist als 100 Nanometer. Das ist kleiner als die Wellenlänge des sichtbaren Lichts und damit ist es unsichtbar für unsere Augen und unsere Lichtmikroskope. In dieser Größenordnung befindet sich die Welt der Zellen und Makromoleküle, wie zum Beispiel Proteine und DNA. Und hier bewegen wir uns auch weg von der Welt der allgemeinen Alltagsphysik und tauchen ein in die Quantenphysik. In Quantencomputern sind Quanten die kleinste Informationseinheit und werden auch Quantenbits oder Qubits genannt. Quanten sind die kleinstmöglichen Teile einer physikalischen Größe. Ein Beispiel dafür sind Lichtquanten oder auch Photonen. Sie sind die kleinsten Teile, aus denen unser Licht besteht. Wie kleine Energiepäckchen können sie beispielsweise in Atomen dafür sorgen, dass die Elektronen Sprünge in neue Energieniveaus machen und Atome neue Bindungen eingehen. Und Quanten haben einige abgefahrene Eigenschaften. So haben sie sowohl Eigenschaften von Teilchen, aber verhalten sich auch wie Wellen.
Schon 1802 zeigte Thomas Young die Wellennatur von Licht in seinem Doppelstrahlexperiment. Hierbei wird Licht auf zwei hintereinander stehende Wände gestrahlt. Die erste Wand hat zwei Schlitze, durch die das Licht auf die Wand dahinter fallen kann. Würde Licht aus Partikeln bestehen, dann würden diese die Wand durch die Schlitze passieren und auf der Wand direkt hinter den Schlitzen einfach zwei Streifen bilden. Jedoch hat man in diesem Experiment festgestellt, dass dort ein Muster mit mehreren Streifen entsteht, das eigentlich typisch für Wellenbewegungen ist. Eine große Welle würde an den beiden Schlitzen aufbrechen und in kleineren Wellen hindurchtreten. Diese Wellen würden ineinander verlaufen und sich dort, wo sie aufeinandertreffen, entweder ausgleichen oder bestärken. Führt man das Experiment hingegen so durch, dass man eine Apparatur an die erste Wand anbringt, die das Verhalten des Lichts überwachen und messen soll, dann verhält es sich tatsächlich wie Partikel und zeigt nur zwei Streifen auf der Rückwand. Es scheint also, als wüssten die Quanten, dass sie beobachtet würden und zeigen sofort das Verhalten von Partikeln. Auch Qubits können wie normale Bits die Werte 1 und 0 anzeigen. Das Besondere aber, sie können auch im Zustand der Superposition sein, indem sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine 0 und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine 1 zeigen. Klingt verwirrend? Ist es auch, denn im Nanokosmos sind die Wechselwirkungen oft nicht intuitiv mit den Regeln zu erklären, die wir aus der klassischen Physik kennen. Vielleicht können wir uns das besser vorstellen mit einer Münze. Wenn die Münze liegt, hat sie zwei eindeutige Seiten, Kopf oder Zahl. Dreht man diese Münze nun sehr schnell, zeigt die Münze während der Drehung mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten Kopf oder Zahl an. Erst in dem Moment, in dem sie fällt, zeigt sie wieder eine der beiden eindeutig an. Und so ist es auch mit den Quanten. Nur befinden sich diese in der Regel im Zustand der Superposition. Und wenn sie gemessen werden, zeigen sie das Ergebnis mit der höchsten Wahrscheinlichkeit an. Eine weitere besondere Eigenschaft von Quanten ist die Verschränkung. Hierbei treffen Quanten aufeinander und gehen eine Art Verbindung ein, die sie aufrechterhalten können, selbst wenn sie sich tausende Kilometer wieder voneinander entfernen. Interessanterweise zeigen die Quanten dann aber trotzdem noch ihre Verbundenheit. Wenn also das eine Quant den Wert 0 anzeigt, weiß man, dass das andere Quant, egal wie weit entfernt es ist, gerade 1 anzeigt und umgekehrt. Während herkömmliche Computer und auch Supercomputer mit Bits lediglich einzelne Zahlen zwischen 0 und 15 anzeigen können, können Qubits aufgrund ihrer Superposition gewissermaßen alle Zahlen zwischen 0 und 15 gleichzeitig darstellen. Das und die besondere Eigenschaft der Verschränkung machen sich Quantencomputer zunutze, um mehrere Abfragen auf einmal zu durchlaufen und verschiedene Informationen simultan anzuzeigen und Rechenleistungen damit noch schneller aufzuführen. Das macht das Rechnen natürlich bedeutend schneller als das des herkömmlichen Computers oder der Supercomputer, die alles nacheinander abfragen müssen. Nein, der Bau eines Quantencomputers ist nämlich eine besondere Herausforderung. Wie bereits erwähnt, reagieren Qubits sehr empfindlich darauf, beobachtet zu werden. Auch wenn der Qubit mit der Umgebung wechselwirkt, stellt das eine Beobachtung dar. Deshalb müssen Qubits möglichst gut von der Umgebung isoliert werden. Je nach Art der Qubits kann das bedeuten, dass die Umgebung bis auf wenige Hundertstel Grad über dem absoluten Nullpunkt von minus 273 Grad Celsius abgekühlt werden muss, damit die Qubits nicht gestört werden. Es gibt aber auch Ansätze für Qubits, bei denen die Umgebung auf Raumtemperatur sein kann, zum Beispiel wenn man als Qubit ein elektrisch geladenes einzelnes Atom, also ein Ion, verwendet. Es wird wohl in den nächsten 10 bis 20 Jahren eher nichts, dass wir Quantencomputer zum allgemeinen Gebrauch zu Hause nutzen können. So die Aussage von Physiker Andreas Dewis im Podcast Netzteil von der Spiegel. Es sei wahrscheinlicher, dass zukünftige Geräte ähnlich wie die bisher gebauten Quantencomputer und die heutigen Supercomputer für ein bestimmtes Rechenproblem oder eine ganz spezielle Aufgabe gebaut werden. Vermutlich werden diese sogar in einem Hybridmodell entwickelt, also kombiniert mit herkömmlichen Computern, die die Quantencomputer ansteuern und Daten auslesen. Quantencomputer könnten beispielsweise für Optimierungsaufgaben eingesetzt werden. So könnten sie in der Navigation eingesetzt werden, um optimale Routen und Ausweichmöglichkeiten aufgrund von Staus, Verkehrslage, aber auch anderen Faktoren wie Tempolimits besser und schneller zu berechnen. Vor allem sind Quantencomputer dort nützlich, wo Effekte der Quantenphysik so einen Einfluss haben, dass herkömmliche Computer sie schlichtweg nicht berechnen können.
In der Forschung können zum Beispiel Molekülstrukturen genau simuliert werden. Traditionelle Computer, selbst Supercomputer, haben Schwierigkeiten, die 3D-Struktur von Proteinen mit ihren komplexen Aufhaltungen und den Wechselwirkungen auf atomarer Ebene richtig darzustellen. Mithilfe von Quantencomputern hingegen könnte man diese entschlüsseln und passendere und neue Medikamente entwickeln. Auch könnte man die Wirkweise von diesen neuen Medikamenten genauer simulieren. Übrigens kann man mithilfe von Quantentricks auch Informationen so übertragen, dass sie beispielsweise in Telefonaten nicht einfach unbemerkt abgegriffen werden können. Das ist allerdings ein ganzes Feld für sich und läuft unter der Überschrift Quantenkommunikation. Die Quantencomputertechnologie verspricht neue Durchbrüche in bildgebenden Verfahren, Forschung, Kommunikation und vielen anderen Bereichen. Doch reicht es nicht, nur die Computer selbst zu bauen. Es muss auch Infrastruktur und neue Programmierungen und so weiter geschaffen werden, die damit überhaupt umgehen können. Die Bundesregierung sieht die Quantentechnologie als nächsten großen Technologiesprung und hat erklärt, dass sie ihre Produktion und Erforschung gezielt fördern und darüber hinaus 2 Milliarden Euro in den Bau von mindestens 2 deutschen Quantencomputern investieren wollen. Puh, das war ein harter Brocken. Was ist eure Meinung zum Thema Quantencomputer? Wo denkt ihr, können wir diese Technologie anwenden? Und habt ihr vielleicht auch Lust auf mehr aus der Welt der Quantentechnologie bekommen? Dann schaut doch auf jeden Fall mal bei Die Debatte vorbei. Die beleuchten das Thema nämlich mit Hilfe von Experten aus verschiedenen Perspektiven. In der Videobeschreibung habe ich euch außerdem die Quellen und einige Webseiten und Videos verlinkt, die die Grundlagen der Quantenphysik super erklären. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Ciao.